Ja, Leute, das ist genau das, worum es mir hier geht. Um Wölfe. Warum auch nicht? Ich habe auf sie gewartet. Sie sind Blanka, nicht wahr? Ha? Hat dieser Wolf gerade wie ein Mensch geredet? Ah, Entschuldigung, ich wollte sie nicht erschrecken. Ich sehe jetzt vielleicht wie ein Wolf aus, aber ich war immer ein Mensch. Deshalb kann ich die Sprache der Wölfe und die der Menschen. Hey, genau wie ich. Ich verstehe auch, was Blanka sagt. Ich muss sie schlagen, um wieder ein Mensch zu sein. Kämpfen Sie mit mir. Mein Stammesältester wünscht es. Ja, nämlich ich. Oder Geppetto. Theoretisch ja Geppetto, ne? Aber okay. I don't like picking on old men. I'll have to get this over with quickly. They used to call me the old tiger. I won't go down easily, you know. You know, Prinzipiell empfiehlt es sich hier mal wieder eine Taschenuhr zu benutzen, die ich jetzt natürlich Kommi-Style-mäßig natürlich nicht drin habe. Aber dadurch, dass wir ja auch unsere Ausrüstung optimiert haben, sollte es nicht unbedingt die größten Probleme geben mit Sir Henry von Wolfenstein oder wie auch immer. Dorn. Fühle ich mich ein bisschen wie Dornröschen dabei. Wenn die mir mit sowas ankommen. Letzte Runde! Wie man so schön sagt. Ach, dammit. Trotzdem letzte Runde. So. Egal wie viele Fehlschüsse ich mache, es ist trotzdem die letzte Runde. Immer gut. Ein bisschen Erfahrungspunkte, wie immer, kennen wir ja. Oh, very impressive. Maybe I'm getting too old for this. Ja, definitiv. Age doesn't have anything to do with it. It's just a matter of whether you take on fighting as you're living or not. Okay. Sie haben absolut recht. Die Forschung passt wahrscheinlich besser zu mir als Kämpfer. So, Blanka, bitte. Und damit verbessert sich der Seelenkomet schon wieder! Keine Sorge, er hat auch noch andere Techniken. Wirklich, ich verspreche es. Ich kann nichts daran ändern. Ich habe verloren. Nun muss ich einen anderen Weg finden, wieder ein Mensch zu werden. Du auch. Keine Ahnung, warum er überhaupt ein Wolf geworden ist. Das wird, glaube ich, nie geklärt. Er erzählt da auch nichts drüber. Von daher, was soll's. Items sind hier, glaube ich, nicht, so wie es aussieht. Also treffe ich euch gleich wieder bei Wales beim Neameton. Spannend. So, da werden wir an der Spalte angelangt. Die Strickleiter in der Hand, können wir nun hinabsteigen in die Tiefen der Spalte. Können wir hier hinabsteigen? Ja! Ja, es ist vielleicht ein bisschen gefährlich, aber wir haben die Leiter. Na, wenn wir fallen, sind wir tot. Typisches RPG-Stuff. Na ja, gut, sie ist mit Holzflöcken einigermaßen drapiert. Ist drapiert da das richtig? Ach, keine Ahnung. Science. So, das hier ist die Neameto-Spalte. Ich weiß gar nicht, hat die noch einen anderen Namen? Schau mal, nein. Auf jeden Fall ist es ein sehr interessanter Ort. Und sie haben Kächen, die komische Bäche als Becher haben. Wenn das mal keine Ruine ist, dann weiß ich auch nicht. Vor allen Dingen ist sie randvoll mit diesen wunderschönen Blockpuzzeln. Puzzeln mal in Anführungsstrichen, weil es jetzt noch kein Puzzle war, sondern wir sind einfach nur na, drüber gefahren, aber kommt noch. Da bewegen sich die Klingen nicht wirklich. Man sieht zumindest nicht. Offnir! Ein neuer Gegner, ein neuer ätzender Gegner, um genau zu sein.
Ihr seht ja fast 100 HP weg und das Ding steht wie eine 1. Deswegen muss er nerven. Wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit Fehlschüsse machen würde mit Blanka, weil keine Ahnung weswegen ich das mache, dann würden wir ihn vielleicht sogar platt kriegen können. Aber Cornelia wird schon richten. In ihrem sexy Matrosenkleidchen. Gut, ich sollte nicht sexy bei einer kleinen Puppe sagen, die einen kleinen Mädchen nachempfunden ist, aber... Zu spät. Ganz einfach. Komisch, die Monster haben uns nicht belästigt, als ich mit Roger hier war. Ich fühle mich nicht gut. Es ist so, als ob da unten irgendwas keine lebendigen Wesen hier haben will. Ein Ort so voll von Bösen und Flüchen ist selten. Irgendwas Schreckliches muss hier passiert sein. Kommt drauf an, ob wir jetzt die Geschehnisse aus 1 noch mit einbeziehen wollen. Oder die Geschehnisse aus Kudelka, die theoretisch hier auch nochmal zukommen könnten. Oder eben nicht. Das ist jetzt die Frage. Sagen wir ja, sagen wir nein. Wenn wir nein sagen und das hier als einzigartigen Ort begutachten, dann ist hier irgendetwas passiert, von dem wir nichts wissen. Hui! Ja, es gibt hier zum Beispiel 2 Wege, um nach ganz hinten zu kommen. Das ist, glaube ich, ein Ausweg wieder, theoretisch. Ja, also falls man schnell wieder hier weg will, kann man diesen Block hier nutzen. Ist also ganz nett aufgebaut, dieser Dungeon. Der Dungeon sagt, du willst hier raus, ja, ist okay. Hier ist ein Block. Nimm diesen Block und geh in die Freiheit. Schatztruhe für Glückstalisman. Check. Spalte. Und diese Blöcke führen weiter nach unten, in die Spalte, in die Tiefen des Dungeons, in dem wir uns hier verirrt haben. Drücken Sie den Knopf. Ja, hier fängt es jetzt mit dem Puzzlen an. Ha, gerade hat sich die Farbe des Feldes geändert. Gelb zu gelb und blau zu blau eben. Das heißt, hier kann man sich ein bisschen austoben. Da wir hier wirklich alles ändern können. Zum Beispiel hier komme ich jetzt ohne Probleme an diese Schatztruhe da drüben ran. Kommt von hier aus dann aber auch nicht mehr weg. Also eher im Sinne von, ich komme nicht weiter als wieder weg. Ne? Ihr versteht schon. Ein weiterer nerviger Gegner. Othion. Ophnir und Othion. Beide Gegner, die ich nicht mag. Mitunter einfach nur, weil sie den großen Gegnern gehören, also zu den Gegnern, die eine Menge aushalten. Und ich mag Gegner nicht, die eine Menge aushalten. Das ist so eine kleine Abneigung gegenüber diesen Gegnern, die sich bei mir entwickelt hat über die Jahre. Die ich RPGs schon spiele, das ist... Aber es ist cool, dass wir so einen Riesen zum Sturz bewegen können. Ja, 55 Schaden. Ich hasse ihn dafür. Geht besser, jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich mich wieder ans Spiel gewöhnt, jetzt kann ich diese Klickereien aber auch wieder. Das ist schön. Gut, dass ich mittlerweile nur knapp so 5 Minuten oder so brauche und dann klappt's wieder mit dem Drücken. Sagt er und haut volle Kanne daneben. Warum tust du mir das an? Warum blamierst du mich jedes Mal? Naja, was soll's. Geppetto, meine Damen und Herren. Geppetto. Immer wieder eine wahre Granate im Kampf. Die Trefffläche. Wie schön. Oh wow, wir kommen tatsächlich nicht mehr zurück, weil das andere blau ist, glaube ich sogar. Kann das sein? Ja, es ist blau, deswegen käme ich hier nicht mehr zurück. Aha! Gut zu wissen. Wenn ich hier drauf gehe, komme ich sonst wohin? Ja, in der Tat. Und hier kommen wir hier hin, oh mein Gott.
es wird leicht verwirrend in diesen Tiefen des Dungeons. Also prinzipiell nicht wirklich. Eigentlich könnt ihr nur mal versuchen, auf jeden oder ja, im Prinzip wirklich jeden Block überall einmal hingefahren zu haben, dass ihr auf jeden Fall überall wart. Und mehr braucht ihr da eigentlich auch nicht machen. Hier zum Beispiel einmal lang gehen, um zu gucken, ist da vielleicht ein Ringgeist? Antwort scheinbar nein, also kann man weitermachen. So einfach ist das. Oh nein. Oh nein. Mehr Ophnias. Ich hasse Ophnias. Und Othions. All diese Ophnia und Othions. Oh, das war auf jeden Fall ein guter Angriff von Yuri hier, also. Hut ab. Ich mag den trotzdem nicht. Er ist groß und er macht Schaden. Und das reicht eigentlich schon, um ihn nicht zu mögen. Einzig Positive ist ja, dass er... Naja, man kann ihn angucken. Er ist nicht protestlich. Dafür gibt es ja auch genügend Gegner. Aber der hier, der ist wenigstens, was das angeht, ziemlich normal. Ja, mal so sehen. Ne? Jetzt. Ich habe nichts gesagt mit denen. Ich brauche nur 5 Minuten, dann geht's wieder. Nee, nee. Nicht so wirklich. Leider nicht so wirklich. Ich kann übrigens nur empfehlen, hier Joachim mitzunehmen. Joachim macht hier ganz guten Schaden eigentlich. Der hilft definitiv. Ich persönlich habe jetzt Geppetto mitgenommen, damit wir mal ein bisschen was anderes hier haben. Aber. Ich kann Joachim hier empfehlen. Gucken Sie den Knopf. Gucken wir mal, ob ich dann dahin komme, wo ich hin möchte. Weil da links noch eine Schatzruhe war und ich gerne die Schatzruhe hätte. Ach ja, Science. Ja, der Terrasamen, den ich gerade ausgegeben habe, um Geppetto zu heilen. Da ist er wieder. Das Schicksal meint es gut mit mir. So. Jetzt können wir weitergehen, jetzt waren wir nämlich überall. Na gut, wir waren da hinten noch nicht, aber da kommen wir jetzt gleich hin. Meine ich, weil wir hier den Schalter nochmal umstellen müssen und dann kommen wir da hin und dann ist gut. Und dann sind wir alle happy und zufrieden und gehen nach Hause und dann brauche ich keine Manuskripte holen. Ekelhafte Manuskripte aus toten Schädeln. Bleh. Aber es ist schön, dass dieses Manuskript wieder eine Rolle spielt. Und ich kann sagen, auch dieses Manuskript gibt es in Teil 3. Das ist mit einer dieser Verbindungen, die es aus allen Spielen gibt. Auch wenn, wie gesagt, storytechnisch nichts übrig bleibt von dem Spiel hier zum nächsten. Unsichtbare Blöcke. Beziehungsweise unsichtbare Treppen. Leitern. Nein. Oh Gott. Brücken. Ah. Und neue Gegner. Neue Gegner, rote Wut. Könnte hier helfen, ich weiß es gar nicht. Treffe ich damit? Trifft damit nicht mal zwei Stück. Eingang, was? Eingang? Nein, nicht Eingang. Nicht mit Eingang. Ich treffe sowieso nicht alle, also egal. Unglückskugel C. Oder was? Oder sind es Zahlen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall mal schneller zu besiegendere Gegner. Unglückskugel 1. Ja, gut, in manchen Spielen ist es, ne, Wolf Nummer D und hier ist es dann halt Nummer 1, 2, 3 und 4. Macht auch keinen wirklichen Unterschied. Der hat's aber echt mit Geppetto. Ist das so ein Viech aller? Ich greife den Schwächsten an und nur den Schwächsten. Und wenn der Schwächste tot ist, dann attackiere ich was anderes. Schwächster. Oh Mann. Ich weiß es nicht. Kommt mir nur gerade so vor. Wisst ihr, woran das liegt mit dem Ring? Ganz klar daran, dass ich darüber rede. Wenn ich darüber rede, dann denke ich nicht richtig viel nach und drücke einfach mal... Ja. Ich drücke sogar einfach mal so Pause. So einfach ist das. Ich drücke sogar einfach mal random auf den Pause-Knopf, während ich demonstrieren will, wie toll ich auf diese Knöpfchen drücken kann. Oh Mann. Hey, Karamba. Aber ich wusste gar nicht, dass der Ton dann leise wieder anfängt.
Man lernt nie aus, ne? Man lernt nie aus, so. Mir ist einfach mal danach, wir stärken jetzt schon mal Barbaria. Stufe 9. Bald ist Barbaria fertig und wir können mit dem nächsten anfangen. Definitiv nicht Licht. Aber warum denn nicht Licht? Ich hasse Licht. Das Drücken des Knopfes ändert die Richtung der Lichtbrücken. Was du nicht sagst, Sherlock. Siegel Vitalität. Vitalität, sag ich euch. Ich mag's, was heißt ich mag's, aber ich finde es sehr schön, dass die Brücken hier nicht eingezeichnet sind auf der Karte. Warum findest du es toll, dass da nichts eingezeichnet ist? Ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Dadurch, dass nichts eingezeichnet ist, entsteht wirklich der Eindruck, im Prinzip ist da nichts und das ist Magie, über die man läuft. Das finde ich cool. Das gefällt mir. Da hinten wollen eine Kombo machen, das finde ich aber schon echt direkt doof. Sowas von echt direkt doof, dass ich sie sofort töte. Wobei mir jetzt die restlichen egal wären. Also, wenn es ums Kombos machen geht, ne? Die machen keine. Es gibt da, meine ich, immer nur bestimmte Gegner, die Kombos machen. Jetzt mal einfach mal zum Testen. Wenn ich jetzt verteidige. Greift er wieder Geppetto an? Ja! Er ist ein Fleischschild! Er wehrt alle Angriffe von denen ab. Kriegt wenig Schaden und dann können wir in den Angriff übergehen. Ist ja awesome. Also wenn man das weiß, ja, prima. Dieses Viech, ey. Ich hasse allgemein Viecher, die sich immer einen rauspicken, ich weiß auch nicht. Eigentlich sind die mitunter dann am einfachsten zu bekämpfen, weil man genau weiß, mit denen angreift. Dann blockiere ich mit dem einen und mit den anderen töte ich ihn dann, aber ich weiß auch nicht. Ich kann das nicht haben. Ich genau weiß, er wird immer den angreifen, immer den. Ah, nee. Kann ich nicht leiden. Kann ich absolut nicht leiden. Wie steht's mit euch, Leute? Mögt ihr das? Findet ihr das toll? Ich weiß auch nicht. Da bin ich, glaube ich, wirklich der Einzige. Der Einzige, eigentlich. Es gibt ja keine ja. Deswegen, da bin ich wahrscheinlich wirklich alleine mit der Meinung, aber ich kann das echt nicht haben, wenn ich genau weiß, der attackiert immer nur den einen schwachen Charakter, dann... Ne. Ja, fast. Dieser Knopf hier ändert so eine Menge. Oder was ist so eine Menge? Aber es gibt drei Wege, die dieser Lichtstrahl hier gehen kann. Der eine führt eben zu dieser Schatztruhe. Zu dieser Schatztruhe. Mit leckeren Hundesnacks. Naja, wahrscheinlich nicht. Soweit ich weiß, gibt es so ein Item gar nicht hier in dem Spiel. Also keine Hundesnacks für Blanca. Wenn ich es jetzt nicht vermasse, dürfte der wenigstens weg sein. Mal wieder. Sehr gut. Und wenn meine Vermutung bestehen bleibt, dann wird er wieder Jimmy angreifen. Ja. Ja, das ist das, was passiert, wenn man Widerstand leistet, dann geht die PP runter. Ich habe jetzt aber nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass die Abwehrkraft dadurch wirklich steigt. Also ist mir das ziemlich egal. Aber ich muss zugeben, ich glaube, das ist mitunter hier das erste Mal, dass ich im Spiel selber den Abwehrbefehl wirklich gegeben habe. Abgesehen natürlich davon, wenn man eine Kombo vorbereitet und die Charaktere dann eben auf Widerstand gehen, etc. pp. Aber ansonsten nie. Wozu auch? Wozu auch? Ganz ehrlich. Für solche Situationen, Kobi, du hast es doch gesehen. Nein. Einfach nein. Keine Lust drauf, nee. Wenn schon, denn schon. Ein Lotterielos. Das war es wert. Das war es fucking wert. So, Knopf wieder drücken. Knopf nochmal drücken. Fertig mit dem Dungeon. Oder zumindest mit dem Teil des Dungeons. Fertig mit dem Rätsel, wie wär's damit? Ja, ich denke, das passt. Fertig mit dem Rätselteil. Hier ist soweit nichts, also weiter runter.
Und da ich jetzt gleich keine Zeit mehr habe, zumindest wenn es um 20-Minuten-Limit geht, und wir hier einen super tollen, passenden Speicherpunkt haben, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.